Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Technik-Review hier auf meinem Kanal Peko Bolton. Heute geht es mal wieder um True Wireless Kopfhörer und zwar um die Panasonic RZS 300W. Das ist nicht nur mein persönliches erstes Panasonic-Produkt überhaupt, sondern stellt für Panasonic selber auch den Einstieg in die True Wireless Kopfhörerwelt dar. Zusammen mit einem etwas größeren Modell, den RZS 500W, wollen sie da so ein bisschen den Markt aufmischen. Und ob das mit dieser 300er Serie geklappt hat, die ihr für etwas mehr als um die 80 Euro so aktuell bekommt, das erfahrt jetzt in diesem Video. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Panasonic verpackt ihre ersten True Wireless In-Ear-Kopfhörer in einer schlichten Verpackung und lässt beim Inhalt keinerlei Wünsche offen. Als Extras liegen drei alternative Größen an Ohraufsätze sowie ein ausreichend langes USB-C-Ladekabel bei und natürlich darf auch der obligatorische Lesestoff nicht fehlen, der in diesem Fall sogar ziemlich üppig ausfällt. Farblich setzt Panasonic neben dem klassischen Schwarz und Weiß außerdem noch auf ein Mintgrün, wie ihr es hier im Video seht. Ich finde es gut, dass Panasonic hier eine Alternative für alle Individualisten liefert, die Farbe bleibt letztlich Geschmackssache. Das Kunststoffcase fühlt sich qualitativ in Ordnung an, trotzdem sind mir rundherum vier leichte Kanten aufgefallen, die aber im Grunde nicht weiter stören. Das eher länglich gehaltene Case gleitet zudem problemlos für unterwegs in die Hosentasche, den Formfaktor fand ich jedoch erstmal relativ ungewohnt. Beim Aufklappen des Case kommen euch nicht nur direkt die Earbuds entgegen, sondern ihr bekommt gleichzeitig über drei aufleuchtende LEDs den aktuellen Akkustatus angezeigt. Und in Sachen Akkulaufzeit liefern die RZS 300W starke Werte. Mit 7,5 Stunden am Stück und 22,5 weiteren Stunden zum Nachladen bietet Panasonic hier durchaus ebenso lange Musikgenuss wie deutlich teurere Modelle. Dank Schnellladefunktion reichen den Kopfhörern außerdem lediglich 15 Minuten im Case, um für weitere 90 Minuten Musikgenuss zu sorgen. Und ist irgendwann auch mal das Case leer gesogen, ist es über USB-C in knapp 2,5 Stunden wieder voll. Die im Case verwendeten Magnete lassen die Kopfhörer beim Zurücklegen ins Case zwar nicht immer direkt von alleine an ihre Position rutschen, wenn sie aber einmal dort sitzen, wo sie hingehören, dann werden sie anschließend sicher an Ort und Stelle gehalten. Nach dem Herausnehmen aus dem Case fällt vor allem das geringe Gewicht von gerade einmal 4 Gramm pro Kopfhörer und die sehr kompakte Bauform der RZS 300W auf. Die ist vor allem deswegen möglich, weil Panasonic die im Earbud sitzende Bluetooth-Antenne nicht wie viele andere Hersteller neben oder unter den Touch-Sensor, sondern ringförmig um diesen herum verbaut hat. Und das zahlt sich nicht nur darin aus, dass die Kopfhörer aktuell zu den leichtesten Modellen auf dem Markt gehören, sondern macht sich vor allem auch in einem hohen Tragekomfort bemerkbar. Auch mehrstündiges Tragen war bei mir problemlos und ohne lästiges Druckgefühl möglich und nach einiger Zeit blendet man fast schon aus, dass man ja Earbuds im Ohr sitzen hat. Insgesamt wirken sie dabei gut verarbeitet, auch wenn sie dabei nicht besonders glänzen. Detailfetischisten werden vielleicht auch hier die ein oder andere Kante erfüllen oder erahnen können, aber stören tun diese beim Tragen auf keinen Fall. Ausgestattet sind die Kopfhörer neben Bluetooth 5.0 und Unterstützung für AAC und SBC Codecs auch mit einem Spritzwasserschutz nach IPX4, sodass ihr die Kopfhörer ohne Bedenken bei Regen im Freien und beim Sport nutzen könnt. Und wie eben schon angedeutet, verbaut auch Panasonic Touch-Sensoren auf beiden Außenseiten. Einmaliges Tippen auf den linken oder rechten Earbud startet oder pausiert die Musik, doppeltes oder dreifaches Tippen steuert auf der linken Seite die Lautstärke, auf der rechten Seite springt ihr hierdurch in der Playlist vor und zurück und durch längeres Halten kann entweder der Sprachassistent gestartet oder der sogenannte Ambient Sound Mode aktiviert werden, womit also alle gängigen Funktionen durch die Touch-Bedienung abgedeckt werden. Insgesamt funktioniert diese Bedienung bei im Ohr sitzenden Earbuds auch vollkommen problemlos und zuverlässig und wenn man einmal raus hat, wie schnell man für einen Doppel- oder Dreifachtipp tippen muss, dann sind auch Fehleingaben ziemlich selten. Bei mir kam es bedingt durch die echt sehr kompakte Bauform der Earbuds beim Einsetzen der Kopfhörer ins Ohr bzw. beim Zurücklegen in das Case jedoch öfter mal zu ungewollten Eingaben. Ein Update der Panasonic Audio Connect App, welches im Dezember 2020 rauskommt, ermöglicht dann aber auch das Ein- oder Ausschalten der Touch-Bedienung. Aktives Noise Cancelling sucht man im Vergleich zu Panasonics größerem Modell, den RZS 500W, hier bei den 300ern leider vergeblich. Dennoch lässt sich die Umgebung über die integrierten Mikrofone auf euer Ohr projizieren, sodass ihr die Kopfhörer zum Beispiel für ein kurzes Gespräch zwischendurch nicht aus den Ohren nehmen müsst. Passiv schirmen die Earbuds nämlich die Umgebung schon ordentlich ab, sodass dieses Feature im Alltag ziemlich nützlich sein kann. Naturgemäß sorgt dieser sogenannte Ambient Sound Mode für ein deutlich hörbares Grundrauschen, welches zwar beim Musikhören nicht sonderlich stört, im Falle von Hörbüchern oder Podcasts würde ich ihn aber dennoch lieber deaktivieren. Hat man die RZS 300W dann lange genug von außen bewundert, will man natürlich auch endlich wissen, wie sich Panasonics True Wireless Erstlingswerk klanglich so schlägt.
Im Inneren sorgen jeweils 6 mm kleine Treiber für einen sauberen Klang, mit dem sich Panasonic definitiv präsentieren kann. Das Klangbild ist grundsätzlich angenehm ausbalanciert, sodass kein Frequenzbereich besonders in den Vordergrund tritt. Die Tiefen gehen zwar nicht bis in den Keller und könnten für meinen Geschmack auch etwas voluminöser ausfallen, dennoch liefern sie durch einen angenehmen, präzisen Punch den nötigen Bums auf die Ohren, was gerade Freunde der gepflegten Bassmusik freuen wird. Die Höhen überzeugen durch ihre Klarheit und Detailvielfalt, woran sich auch bei höherer Lautstärke nichts ändert, aber in einigen Fällen driften sie dann minimal in Richtung zischender S-Laute ab, zum Beispiel bei höheren Frauenstimmen. Die Mitten agieren hingegen zurückhaltender, sind aber sauber von Höhen und Tiefen getrennt und das alles zusammen ergibt am Ende ein überzeugendes Gesamtklangbild, welches mit jedem Genre gut kombiniert werden kann und mit dem nicht nur das Musikhören, sondern auch Podcasts und Hörbücher sehr viel Spaß machen. Vor allem in der Mittelklasse, in der sich die Kopfhörer preislicher aufhalten, liegen die Panasonics meiner Meinung nach klanglich aktuell sehr weit vorne und sind in der Hinsicht ein kleiner Preis-Leistungs-Geheimtipp. Panasonic setzt übrigens im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern auf eine unabhängige Übertragung des gesendeten Signals in beide In-Ear-Seiten. Dies reduziert zum einen den Stromverbrauch, zudem wird die Verbindungsstabilität deutlich erhöht und der Klang lässt sich auf diese Weise ganz einfach mit Freunden teilen, egal ob man zu zweit im Flugzeug dasselbe Video schauen oder unterwegs dieselbe Playlist hören möchte. Und auch beim internen Mikrofon geht Panasonic neue Wege, denn dieses sitzt nun auf der Innenseite der Earbuds, was wiederum Windgeräusche beim Telefonieren reduziert und gleichzeitig auch die Sprachqualität deutlich verbessert. Neben dem Musikhören lassen sich die Kopfhörer daher auch extrem gut zum Telefonieren verwenden. Loben muss ich Panasonic an dieser Stelle auch einmal für die umfangreiche Begleit-App. Optisch wirkt sie vielleicht etwas altbacken, aber neben Firmware-Updates für die Kopfhörer sowie einem Equalizer liefert sie eine Vielzahl an Einstellungsoptionen. Super hilfreich finde ich hier die Option der automatischen Abschaltung bei Inaktivität, zum Beispiel nach 10 Minuten, um den Akku zu schonen. Außerdem könnt ihr festlegen, ob mehr die Klangqualität oder die Konnektivität bei der Verbindung priorisiert werden soll. Zudem wird euch der Akkustatus für beide Kopfhörerseiten separat angezeigt. Ihr könnt die blinkenden LEDs ausschalten und die Kopfhörer orten, falls sie euch mal verloren gegangen sind. Einzig und allein eine individuelle Anpassung der Touch-Steuerung ist hier leider nicht möglich. Panasonics Einstieg in die Welt der kabellosen In-Ears ist mit den RZS-300W also voll und ganz gelungen. Die Kopfhörer liefern ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis und können in dieser Preisklasse gerade mit ihrem Klang, der ausdauernden Akkulaufzeit und dem hohen Tragekomfort überzeugen. Die RZS-300W sind echte Allrounder, die sowohl bei sportlicher Betätigung als auch beim Reisen oder Entspannen zu Hause eine gute Figur abliefern. So richtig verzichten muss man eigentlich nur auf das aktive Noise Cancelling, welches Panasonic exklusiv im größeren Brudermodell RZS-500W verbaut. Zudem fehlen so Kleinigkeiten wie Bluetooth in der neuesten 5.1er Version oder eine Unterstützung für aptX. Könnt ihr auf diese Punkte aber verzichten und wollt beim Kauf von True Wireless Kopfhörern nicht sofort ins Oberklasse-Regal greifen, dann sind die RZS-300W ein echter Geheimtipp. Ja, das sind sie also, die Panasonic RZS-300W. Ich würde sagen, ein solider Einstieg in die Welt der True Wireless Kopfhörer für Panasonic. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne unter diesem Video einen Daumen hoch da und ihr könnt natürlich auch ein Abo dalassen für weitere Technik-Reviews. Ich hoffe, ich konnte euch die Kaufentscheidung ein bisschen leichter machen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.